Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu First Contact. Wir sind immer noch die renitenten Rahmenkrähen und wir haben Probleme. Nicht nur, dass wir unsere Rückzahlung noch irgendwie durchsetzen müssen. Wir haben jetzt auch das Problem, dass das Mafia-Myzelium der Vasall unseres Specialized Industry Minima ist. Kannst du dir nicht ausdenken. Ich werde auf jeden Fall jetzt versuchen, eine entsprechende Flotte aufzubauen. Und dann werden wir ihnen hoffentlich einschenken können, Freunde. Aber in der Zwischenzeit bauen wir jetzt erstmal hier natürlich auch unsere Möglichkeiten hier aus. Wir haben eine geile Tech-Welt. Eine Reliktwelt. Ich feiere das so hart. Oh, und die Karnevalsproteste. Proteste breiten sich im ganzen Hagar Prime aus. Diese große und farbenfrohen Versammlungen unterstützen besonders frivole Themen wie das Recht, in Finanzinstituten zu tanzen, bis hin zu Bemalen unserer Verteidigungsplattformen. Die Proteste sind nicht gewalttätig, aber sie sind laut. Einige der zivilen Dienste auf Hagar Prime wurden durch die Störung behindert. Die breite Öffentlichkeit allerdings scheint diesen skurrilen Demonstrationen zu genießen. Klingt wie Weiberfastnet, ne? Für 2 Jahre mehr Zufriedenheit und weniger Ressourcenproduktion Spezialist. Boah, das ist hart. Das heißt, wir forschen auch weniger. Aber halt nur auf Hagar Prime. Mehr davon brauchen wir gerade nicht. Die bauen das hier gerade eben noch rein. Also bin ich schon mal hier ganz, ganz zufrieden. Wo sind meine Schiffelis? Also wir haben bis jetzt ja nur diese Schiffe. Wir könnten aber 10 weitere Korvetten haben. Die Frage ist, ob ich auf Fregatten gehen will. Ich weiß es halt nicht. Ich habe jetzt gestern gemerkt, wie stark Raketen sind. Ne? Der Wert zwar ist relativ gering. Also der Flottenwert ist relativ gering, aber die zimmern halt ganz schön rein. Ganz im Ernst, ich glaube, ich gehe mal hier auf 10. Wir machen jetzt wirklich eine eigene Fregattenflotte. Das wäre jetzt hier gerade eben so mein Plan. Eine galaktische Gemeinschaft wird gegründet. Ja, da sind wir dabei. Alleine deswegen, weil ich euch auch zeigen kann, was es jetzt hier für Möglichkeiten an Gesetzen und so weiter und so fort gibt. Da werde ich mich aber selber nochmal ganz, ganz kurz durchwühlen müssen. Die Manifestisten! Oh Gott. Tja, die Proteste auf Hagar Prime haben fast so plötzlich wieder aufgehört, wie sie begonnen hatten. Gerichte über die Ursprünge gibt es viele, doch man munkelt vielerorts, dass eine Gruppierung, die sich selbst die Manifestisten nennt, dafür verantwortlich ist. Dieses Kollektiv war in den letzten Jahren offenbar für eine Reihe provokativer Kunstprojekte verantwortlich, deren Inhalt scheinen genauso zweifelhaft gewesen zu sein, wie die Probleme, gegen die nun in Hagar Prime protestiert wurde. Ja, sollen sie erstmal ihren Spaß haben. So, mehr Physikforschung ist für uns nun möglich. Ich denke, wir könnten das hier ganz dringend gebrauchen. Es wirkt auf mich wirklich dringend, nochmal ein bisschen mehr Energy Credits zu produzieren. Aber wir brauchen halt auch Legierungen. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir brauchen auch Konsumgüter. Kann ich eigentlich noch umschalten? Ja, ich bin auf gemischte Wirtschaft. Ich könnte auf zivile Wirtschaft notfalls gehen. Möchte ich aber gerade nicht. Ein weiteres Jut-Artefakt kam gerade eben rein. Und hier, das Projekt zur Verbrennung der Höhlenpilze ist nun abgeschlossen und der Urpilz konnte ausgerottet werden. Gut. Wie er es zuvor wollte, wiesen einige der ausgebrannten Höhlen reichhaltige Mineralienader auf, die nun weiter ausgebeutet werden könnten. Geil. Und wir haben die Jut-Heimat lokalisiert. Geil. Naja, okay. Das ist überschaubar, was wir da bekommen haben. Wupp, wupp. Also, die Jut-Heimat-Welt. Wo ist sie denn? Wo? Ich. Ah, hier. Oh Gott, das ist ja wirklich... Das ist ja super nah. Ich schicke dich jetzt hier mal direkt mal. Ich mache jetzt als allererstes mal System erkunden und dann das Spezialprojekt. Und dann müssen wir das Ding hier sofort irgendwie einfangen. Gott, wir haben 3 Grenzen, können aber nicht alles verteidigen. Ne? Das ist gerade eben bedenklich. Bedenklich schwierig. Also, wir gehen da. Ich möchte, dass du da hingehst. Mein kleines Fliegelchen, geh da hin. Hier hinbewegen. Gut. Also, wir schauen uns hier nochmal bei den Sim. Wie gesagt, die sind natürlich Rivale von uns, das ist logisch. Wir wissen nicht, wie mächtig die sind.
Und hier können wir auch gerade eben nichts machen. So, geht's hier nicht auf Kargros weiter? Okay, ich guck mal gerade eben hier. In unserem Kunstzentrum und Bildungseinrichtungen hat sich ein subversiver Dialekt verwurzelt, der seinen Ursprung in den Texten hat, der aus dem Feder der Manifestisten stammt. Unsere Sprachforscher haben festgestellt, dass in diesem sogenannten Grunzdialekt alle Wörter, die sich auf unsere Wirtschaft beziehen, durch ausdrucksstarke Grunzer ersetzt wurden. Also es sind quasi Wirtschaftsfeinde. Beleidigungen alle von dem Namen prominenter Persönlichkeiten des Militärs sind davon auch betroffen. Was zur formellen Beschwerden der betroffenen Familien geführt hat. Wir behalten das mal vorerst im Auge. Es kommt aber relativ gut an bei der Bevölkerung, dass die offensichtlich beleidigt werden. Längst vergessene Ruinen, die Bibliothek. Okay. Wir haben eindeutige Anzeichen dafür entdeckt, dass in Afris 2a ein ursprünglich dicht besiedelt war. Was auch immer diese Zivilisation vernichtet hat, hat dabei sehr gründliche Arbeit geleistet. Es wurden nur sehr wenige brauchbare Überreste gefunden. Unsere Scanner haben mehrere große Hohlräume tief unter der Oberfläche entdeckt, in denen einst Leben existiert hätte können. Vielleicht haben wir dort mehr Glück, etwas zu finden. Möglicherweise. Wir machen auf jeden Fall schon mal gut kleine Artefakte. Und wir haben einen Kometen gesichtet. Schön. Die Sternenfeste ist da. Oh, Halleluja. Das brauchen wir dringend. Wir brauchen aber auch bessere Waffensysteme. Ich gehe jetzt mal auf die Autokanone. Die ist mega geil. Und jetzt, wo wir die Sternenfeste haben, werden wir natürlich sofort dafür sorgen, dass sie bei uns nicht mehr so leicht durchkommen. Allied, Theokratische Republik wurde freigeschaltet. Immer freundlich zu denen, ne? Und die Galaktische Gemeinschaft. Und hier haben wir auch noch Divine. Theokratische Oligarchie. Alles Theokraten. Also, da können wir jetzt hier gerade mal reingucken, ne? Momentan sind wir hier. Die Sims sind natürlich die mächtigsten, aber ihr seht, sie sind nicht völlig übermächtig. Das ist schon mal verdammt gut zu wissen. Welche Beschlüsse sind neu? Hier, vor allem das hier, Haltung gegenüber Reichen ohne Überlichttechnologie. Da können wir halt darüber diskutieren, ob die gleichberechtigt behandelt werden müssen. Was zu dem Effekt führt, dass die, wenn sie hochkommen, mit einer hundertprozentigen Loyalität als Vasall kommen. Erschwert aber auch die Einsatzschwierigkeit für Infiltration, also wir müssen sie mehr respektieren. Nicht-Einmischung bedeutet, alle diplomatischen Vereinbarungen mit Zivilisationen ohne Überlichttechnologie gelten als Bruch des galaktischen Gesetzes, also man darf sich überhaupt nicht mit denen befassen, die werden gecancelt. Einblicke, die durch das Beobachten von Zivilisationen gewonnen werden, sind um 25% erhöht, also man darf einfach oberste Direktive mäßig Star Trek, ne? Man darf nur gucken. Und Ausbeutung. Beobachtungsposten generieren nun auch eine kleine Menge an Physik- und Industrieforschung. Der Beschluss, fortgeschrittene Xenos-Studien kann verabschiedet werden, erhöht nochmal die Forschungspunkte. Nicht-Einmischung ist verboten, also man muss sie dann ausbeuten. Die diplomatischen Vereinbarungen, Technologie bereitstellen bei Zivilisationen ist ein Bruch des Gesetzes, also man darf ihnen keine Tech bieten. Und Wissen verbreiten ist auch verboten, aber man darf infiltrieren. Das ist schon mal interessant zu wissen. Ansonsten sehe ich jetzt hier gerade keine großartige Veränderung. Wenn dann eine da wäre, dann ist sie höchstwahrscheinlich im Detail versteckt. Wir sind natürlich aufgrund unserer entsprechenden Situation der Meinung, entweder Nicht-Einmischung oder Gleichberechtigung. Ich würde sagen, Gleichberechtigung wäre unser Approach an der Stelle. Ich liebäugle halt gerade schon richtig hart mit dem Ding hier. Aber ihr seht na, wie lange das dauern würde. Das würde halt locker flockig 120 Monate dauern. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, das jetzt schon zu tun. Das ist... Wäre halt... Ach komm, wir machen es. Ach nee, sogar nur 49. Ach so, ja, dann haben wir ja gar kein Problem. Ach so, wir haben ja schon 3000 angesammelt. Ja, das macht schon Sinn, ne? Spieglein, Spieglein. Die Manifestisten haben ihre bislang öffentliche Ausstellung eröffnet. Also öffentlichste. Eine neue und äußerst beliebte interaktive Erfahrung auf Nest
lädt Besucher dazu ein, Reflexionen und Bilder von sich selbst zu manipulieren und verzerrte Collagen von politischen Figuren, einige davon aus anderen galaktischen Imperien, zu erstellen. Hauptsächlich Sim, hoffe ich doch mal. Kritiker sind der Meinung, diese Werke werfen ein notwendigeres und selbstkritisches Licht auf unser Selbstverständnis. Die Ausstellung hat auch eine Reihe anderer satirischer Werke sowohl zu innenpolitischen Themen als auch zu speziesübergreifenden Beziehungen inspiriert. Die Debatten unter unseren Sozialforschern sind lebhaft, konservativere Stimmen mahnen jedoch zur Vorsicht. Eine mutige Aussage, bekomme ich mehr Sozialforschung für 2 Jahre, oder ich könnte sagen, eine diplomatische Katastrophe bereitet ihm eine... Nee, wir lassen das zu, ne? Also ich definiere es einfach, die kritisieren natürlich hauptsächlich die Sim, davon gehe ich ganz stark aus, Freunde. Aber sowas von. Die Schuldeneintreiber sind schon wieder da. Oh nein, sind wir vorbereitet? Wir haben auf jeden Fall unsere Bomber hier. Zumindest ein paar. Wir sind nicht bereit zu zahlen. Sie kontaktieren uns erneut. Versucht es doch. Oh, 2,2k ist stark. Das ist stark, Leute. Ich bin gespannt, ob wir dem jetzt Herr werden können. Gucken wir mal, ne? Das waren die schon mal. Okay, nee, also dem werden wir jetzt hier gerade eben überhaupt nicht Herr. Oh, shit. Ja, jetzt bombardieren sie uns. Boah, die miesen Schweine. Okay, also, wir machen uns jetzt hier so schnell wie möglich zurück. Und es gibt einen Aufstieg der Manifestisten. Es gibt Gerüchte über sich eine neue Fraktion, dass sie eine neue Fraktion bilden könnte, die vom sogenannten Manifestismus inspiriert ist. Dessen Befürworter sich für die Widersprüchlichkeit und bizarre Vorhaben und Ziele einsetzen, wie etwa die freie Bewegung von Flüssen und eine größere persönliche Autonomie für Munition. Die etablierte Fraktion befürchten jedoch, dass ihre eigenen Veranstaltungen durch diese Manifestisten gestört werden könnten, deren zweifelhaftes Auftreten Auswirkungen auf die tägliche Regierungsführung hat. Tja, interessant. Ich bin mal gespannt. Einfache Tarnfelder wären nun möglich. Yes, please. System Survey complete. Okay, also uns gehört nun das jetzt hier. Das ist cool. Was ich nicht so cool finde, ist, was sie jetzt hier gerade eben mit unserer Heimatwelt gemacht haben. Das finde ich nicht so cool. Oder was sie gerade eben mit ihr machen. Orbitalbombardierung. Die klauen Bewohner! Okay, wie mies. Jut Heimatwelt, 100 weitere kleine Artefakte, 10.000 Einigkeit, jede Menge Energy Credits, Mineralien und die Geheimnisse der Jut. Das ist schon mal cool. Dann können wir uns das hier noch schnell holen. Boah, ey, mich ärgert das, ne? Ich muss ganz dringend meine Heimatwelt noch mehr verstärken. Das geht nicht anders. Das ist einfach ein Desaster. Das ist einfach ein Desaster hier. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Kollege das hier alleine schaffen kann, aber der braucht halt noch sehr, sehr lange, bis er zurück ist. Und das Ding hier kann es halt nicht. Die haben nur noch 1,9k. Ich bin bereit, meine Flotte an denen jetzt zu verheizen, damit der dann am Ende den Hauptsieg davon trägt, wenn es sein muss. Kann halt noch keine Kampfverstärkungen oder dergleichen durchführen. Flottenüberlegenheit bringt uns nicht wirklich was. Kann ich hier noch was machen? Unterhalt für Schiffe reduzieren. Kryonischer Kern der Jut. Zusätzliche Bewohner bei Koloniegründung, cool. Feuerrate, plus 20% für Energiewaffen. Hinzufügen des Modifikators kryonischer Kern der Jut. Dann zahlen wir weniger Unterhalt für die Schiffe. Aber wir machen jetzt erstmal die Geheimnisse der Jut, Leute. Das wollen wir auf jeden Fall haben, auch wenn sie uns gerade eben jetzt hier bombardieren. Wir tauchen tief ein in die Geheimnisse der Jut. So, wir sind drin. Okay, wir gewinnen das anscheinend. Ja, wir gewinnen das. Oh, Gott sei Dank.
Okay, so schwer waren sie nicht zu besiegen am Ende. Oh, und die Minimar, was ist jetzt los? Die Enttäuschung ist groß. Wir sind stolz, ein Unternehmen zu sein, das sich auf die Erleuchtung weniger entwickelter Zivilisationen spezialisiert hat. Und dennoch wurde deutlich, dass wir es versäumt haben, einige grundlegende Lektionen zu vermitteln. Anstatt andere grundlos anzugreifen, müsst ihr alleine die Verantwortung für euer Versagen tragen. Ihr benötigt eindeutig zusätzliche Anleitung. Wir müssen euch beibringen, wie man eine Schuld begleicht. Wir werden uns nie wieder vor euch verneigen. Krieg. Ist er auch mit dabei? Ich glaube, er ist nicht mit dabei. Boah, Gott sei Dank ist er nicht mit dabei. Okay, also wir haben jetzt Krieg mit denen. Mit den Minimar. Tributspflicht, Rache, Eroberung, Anspruch. Machen wir mal Tributspflicht, Rache. Okay, aber die können wahrscheinlich oder hoffentlich nicht zu uns durch. Wir bauen mal vorsichtshalber ein, zwei Dinge aus. Also ganz grundsätzlich würde ich jetzt einfach mal sagen, bauen wir Dinge aus. Und hier geht es auch noch weiter. Wir gehen runter. Im Zentrum der Formation liegt ein überwachsener Zugang, der tief in die Erde führt. Von der Vegetation verschluckt und durch Trümmern halb verschüttet, die von einer Ewigkeit von tektonischen Beben ausgelöst wurden, ist das Vorankommen sehr schwierig und es wird ziemlich großes Unterfangen sein, den Durchbruch zu räumen. Ich komme ja gerade eben nicht einmal dazu. Das ist nice. Jetzt kann der das ja alles schnell machen. Ich komme ja gerade eben nicht einmal dazu, das alles jetzt hier zu mal zu überspringen, ne? Weil immer irgendwas passiert. Ein weiterer Erstkontakt, aber ich kann das gerade eben nicht machen. Ich brauche mehr Gesandte. Das ist das Problem. Ich gehe jetzt mal vorsichtshalber mit ihm dahin, weil wenn die kommen, nehme ich mal an, von der Seite, findet die erste Senatssitzung statt. Über was wird diskutiert? Kooperative Forschung. Ja, ich denke, da können wir dafür sein. Reguliertes Wachstum. Loyalitätsänderungen. Bin ich dagegen? Niemand sollte von jemand anderem untertan sein. Naja, zumindest nicht, wenn man ihn erobert hat. Tynakia-Haltungsgesetz. Warum nicht? Der breite Schild. Bin ich dagegen. Trost den Gefallenen. Sind wir eigentlich militaristisch, autoritär? Ja, das kann uns egal sein. Also, wir sind dagegen. Oder? Ja, wir sind dagegen. Wir wollen nicht spirituell werden. Das wollen wir nicht. Wir haben zwei Schiffe verloren. Hier geht es immer noch weiter. Die Bibliothek. Bei unseren Ausgrabungen in den Höhlensystemen von Afris 2a sind wir auf die gut erhaltenen Überreste einer unterirdischen hochtechnologischen Gesellschaft gestoßen, die sich dort ausgebreitet hatte. Viele der Ruinen sind in erstaunlich gutem Zustand und es ist uns gelungen, das zu finden, was unsere Forscher als eine Art Bibliothek verschlüsselter Datenkristalle bezeichnen. Hoffentlich können diese Aufzeichnungen etwas Licht ins Dunkel bringen und uns begreifen lassen, was hier geschehen ist. Im Übrigen habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass durch das Hinzufügen dieser einiger neuen Technologien es sich jetzt sogar echt lohnt, Reliktwelten zu behalten und sie nicht aufsteigen zu lassen. Ich glaube, das könnte jetzt wirklich ein Ding sein. Merkwürdige Berichte von Kergaros 1. Wir erhalten merkwürdige Berichte von unserem Beobachtungsposten über Kergaros 1. Eine der einheimischen Königreiche steht nun unter der Führung eines mysteriösen religiösen Figur. Und wir haben Hinweise darauf, dass diese fortschrittliche Technologien benutzen, die die derzeitige Entwicklungsstufe weit überschreiten. Könnte dies in Zusammenhang mit unserem verschwundenen Wissenschaftler stehen? Ich befürchte es. Das hat die Wahrnehmung erhöht von denen, okay. Eventuell sollten wir dagegen was machen. Desinformation verbreiten. Tun wir das. Construction complete. Ich möchte nicht, dass die zu sehr mitbekommen, was wirklich los ist. Teile dieser Information könnte sie beängstigen. Was ist jetzt los? Okay, die Wahrnehmung wurde wieder verringert.
auch schön. Kann ich mit leben. Ja, immerhin haben wir ein paar Planeten, ne? Wir haben 7 Planeten. Das ist schon mal besser als nix. Ich muss meine Schiffe jetzt hier demnächst wieder reinholen. Hier geht schon wieder weiter. Es lauert im Dunkeln. Vor kurzem ist eine Ausgrabungsmitglied verschwunden, das die Ruinen auf Afris 2a untersuchte. Unsere Suchtrupps haben nach kurzer Zeit die Überreste von etwas gefunden, was wie ein Geriat aussieht. Unsere Forscher haben keinen Zweifel daran, dass es sich bei diesen Überresten um ein vermisstes Teammitglied handelt, aber sie wissen nicht genau, wie sich die Leiche so schnell zersetzen konnte. Sie mahnten zur Vorsicht bei weiteren Ausgrabungen. Haben wir da vielleicht irgendwie so eine Art Zeitfeld, Zeitparadoxon? Zeitschleifengedöns? Irgendwie sowas in der Art? Construction complete. Ich ändere jetzt hier mal. So, die Geheimnisse der Jut. Die Jut hatten einzelne effiziente Verfahren, um feindliche Xenopräsenzen aus ihren Brutwelten zu entfernen. Das klingt für uns geil. Wir haben diesen Säuberungsprozess erfolgreich nachgebildet. Der Prozess hat einige kurzfristige Auswirkungen auf die Biosphäre, aber sobald diese sich erholt, sollte der Planet besser für unsere Bedürfnisse geeignet sein. Wir bekommen nun die Fähigkeit von einem unserer Wissenschaftler Forschungsgeschwindigkeit neuer Welten. Neue Technologie, atmosphärische Filterung und astronomische Jut-Interferometer. Scientific breakthrough achieved. Atmosphärische Filterung haben wir jetzt hier einfach so geschenkt bekommen. Und hier, das hier. Astronomische Jut-Interferometer. Hyperraumerkennungsreichweite plus 14 plus 7 Sensorreich. Wow. Das ist, also gut, ich meine, es wird irrelevant, sobald man quasi den Überwachungskomplex hat, ne? Also die Megastruktur. Aber bis dahin ist das, also, oder wenn man das nicht haben will, ist das eine Ansage. Dann ist das eine Ansage, ganz klar. Möchte ich hier diese Handelswerte übrigens einsammeln. Müssen wir nochmal das eine oder andere mal hier ganz, ganz kurz mal errichten. Minimal wird militaristischer. Toll. Genau das, was ich hören will. Autoritär, militaristisch, materialistisch. Ihre Flotte ist uns überlegen, aber sie ist immer noch nicht zu sehen. Betrachte das mal als positiv, dass sie noch nicht zu sehen ist. Wir bauen hier auf jeden Fall unsere Verteidigung weiter aus. Hier fehlen uns nochmal 5. Wie gesagt, das Wichtige ist einfach bloß, dass sie nicht so leicht bei uns reinkommen. Hier haben wir schon 7,8. Der hier ist immer noch, die sind alle hier noch beschäftigt, das hier auszubauen. Und jetzt haben wir endlich die Autokanonen, das ist so wichtig. Wollen wir schon Zerstörer? Ne, wir brauchen erstmal die exotischen Gasraffinerien, weil dann können wir nicht die Tarnfelder machen. Dann können wir, wir brauchen das hier einfach, um die Tarnfelder überhaupt machen zu können. Genau deswegen, weil man braucht halt diese Dinger, also man braucht halt Gase für die Tarnfelder. Hyperraumantrieb würde Sinn machen, aber wir machen erstmal die Überlichtinhibitoren, würde ich sagen. Und die bernsteinfarbene Geheimschatulle. Hinter der eingestürzten Eingang bohrt sich ein Tunnel tief in die Erde, der trotz seines Alters architektonisch ein einwandfreien Zustand ist. Nach wenigen Kilometern öffnet sich eine massive, perfekte, kugelförmige Kammer. Im Zentrum eines schwerkraftlosen Feldes schwebt ein rätselhaftes Objekt. Ein halb undurchsichtiger bernsteinfarbener Würfel mit komplizierten Mustern, die auf allen 6 Seiten eingeschrieben sind. Durch das Berühren der Inschrift werden rhythmische Lichtimpulse aus dem Würfel abgegeben. In der Kammer oder auf der Schatulle selbst gibt es keine Spur der uns bekannten Sprachen, Codes oder mathematischen Gleichungen. Aber es ist ziemlich sicher anzunehmen, dass die Box ein Rätsel ist. Mir kommt diese Ausgrabung überhaupt nicht bekannt vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe den Eindruck, ich kenne das nicht.
Hier müssen wir auch demnächst mal dafür sorgen. Komm, wir bauen jetzt noch ein Adelsanwesen dahin. Dann gibt es noch mal ein bisschen mehr Dingens. Ihr wisst schon. Kirchens. Auch hier müsste eigentlich ein Adelsanwesen hin. Hier noch nicht. Hier noch nicht. Ärger im Paradies. Während wir die Datenkristalle aus den Höhlen von Aphris 2a auswerteten, beginnt sich dir ein Bild eines unruhigen Planeten abzuzeichnen. Der Planet war einst das Zentrum einer blühenden Zivilisation, die als Ilani bekannt war. Während ihrer letzten Jahre wandten sich die Ilani immer mehr dem Horten von Wissen zu, anstatt materiellen Dingen wie der Fortpflanzung. Infolgedessen nahm die Bevölkerung rapide ab. Von den schwindenden Zahlen beunruhigt, versuchten ihre Anführer eine technologische Lösung für die Unsterblichkeit zu finden. Die Aufzeichnungen werden zu diesem Zeitpunkt immer spärlicher, obwohl es scheint, dass diese lange vor der Katastrophe geschah, die ihren Untergang herbeiführte. Und es ist noch nicht ganz klar, welches Ergebnis ihre Bemühungen hatten. Tja, können wir noch gespannt sein. Okay, warte mal. Hier haben wir auch noch zwei Arbeitsplätze, aber hier fehlt Wohnraum. Hier fehlen Arbeitsplätze mal grundsätzlich. Wie gesagt, das hier wird eine Tech-Welt. Ich mache, weil das eine Tech-Welt wird, hier gleich nochmal Labore rein und nochmal weitere Wohnräume. Hier ist auch nur noch ein Wohnraum frei. Können wir auch schon mal machen. Was sagen denn die Blocker hier mal so ganz grundsätzlich? Ah, die Rackets sind da. Das hier bringt uns noch mehr Kristallminen. Gasextraktionsbrunnen. Wäre schon geil, das zu haben. Hier mehr Generatordistrikte, die sind halt komplett mit blockiert, ne? Boah, ist das geil hier. Zweimal, also 30% mehr Forschung, Leute. Das ist halt der Oberhammer, was man hier an Forschung generiert. Und es sind noch nicht mal alle Jobs hier besetzt. Also, wir können weitermachen. Schaden durch Orbitalbombardierungen, was in der Zukunft super wichtig wird, wird jetzt reduziert. Ich habe nämlich Angst, dass es uns wieder passieren könnte, ich sag's euch. Genau, hier können wir das jetzt noch reinmachen. Wir brauchen deutlich mehr Konsumgüter. Nahrung wird knapp. Wir wollten hier einen Handelsknoten reinmachen, Ankerplatz und Hydrokultur. So, und was wir auch noch machen wollten, ist die Korvetten überarbeiten, dass wir hier mit den Autokanonen ballern. Ich glaube tatsächlich, wir gehen jetzt hier voll auf Autokanonen, Leute, ja. Die Tarnfelder können wir noch nicht reinmachen. Da fehlt uns leider noch ein bisschen was. Aber wir graden jetzt hier erstmal unsere Flotte ab, damit die jetzt hier diese Autokanonen haben. Und ihr seht, ne, die bekommen jetzt hier ganz schön Boni. Wir haben leider die Star-Dynastie beleidigt. Oh, Scheibenkleister. Aber solange der hier uns nicht gegenüber Spinnefeind ist. So. Von wem bist du eigentlich Vasall? Von Minimar, oh geil. Heimlichen Treueschwur vorschlagen. Da sind die dabei. Ey, ohne Witz, der ist halt auch Vasall von den Minimar. Also wir sind umzingelt von den Minimars. Oh fuck. Dinge, die mir überhaupt nicht zusagen. Anormale Messwerte. Die weiteren Analyse der Daten auf Yutan-Systeme hat ein subtiles, sich wiederholendes Energiemuster offenbart, das im Hintergrundrauschen verborgen lag und scheinbar von einem Asteroiden stammt. Okay. Situation Log updated. Wir haben hier also ein weiteres Spezialprojekt. Wir können auch die Archäologie machen. Die werden wir auch noch machen, Leute. Schaffen wir bloß in dieser Folge nicht mehr. Achso, ja, das kann ich upgraden. Das ist logisch. Das macht Sinn. Heimliche Treueschwur gebrochen. Okay. Gemeinsame Vergangenheit. Als wir zum ersten Mal Kontakt zu Democratic aufgenommen haben, staunten wir über die Geschwindigkeit, mit der sie unsere Sprache verstanden. Nun begreifen wir auch warum. Als unsere früheren Meister versuchten uns zu unterwerfen, entführten sie einige unserer Bewohner und einige von ihnen landeten auf einem Schiff von spezialisierter Industrie Minimar, zusammen mit den anderen vertraglichen Vermögenswerten. An Bord des Schiffes begannen sie eine Meuterei. Das sind die anderen, das sind die Broken Chains. Dieser mutige Akt der Rebellion sorgte dafür, dass sie auf einem unbewohnten Planeten abstürzten und führte schließlich zur Geburt von Democratic.
Wir haben einen gemeinsamen Feind und eine gemeinsame Geschichte. Vielleicht können wir auch gemeinsam eine Zukunft ohne Unterdrückung gestalten. Vielleicht sind diese Xenos uns nicht ganz unähnlich. 2000 Einigkeit. Die Meinung zwischen uns beiden geht nach oben. Also, wir müssen ganz dringend mit Democratic reden. Wo sind die? Divine, Allied, Democratic wohnen hier. Hallo Democratic. Botschaft etablieren. Beziehung verbessern. Ja, dann mache ich das jetzt hier so. Ich möchte mich auf jeden Fall mit denen hier zusammentun. Die sind aber leider relativ schwach. Befürchte, ich muss sie eher carryen, als dass sie mir am Ende helfen werden. Okay, Ethikänderung beim Mafia-Myzelium. Materialistisch, militaristisch, autoritär. Okay. Ja, also ich würde einfach mal sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter, Freunde. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir haben überlebt bis jetzt. Bin gespannt, wie lange das noch so weitergeht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und ade.